Jetzt wollen wir sozusagen wieder auf die Erdkruste zurückkehren, und zwar mit Hilfe unserer Podiumsgäste, denn mit deren Perspektiven und deren Arbeit können wir das eine oder andere Thema dann auch noch konkreter machen. Dazu bieten Ihre Thesen sehr schöne Anknüpfungspunkte, und die möchte ich jetzt eigentlich auch ganz gern nutzen, um uns nochmal etwas bekannter zu machen mit unserem hervorragenden Podium. Ihre erste These war ja, nachhaltig handeln heißt ganzheitlich denken, act local, think global. Also die ganzheitliche Sicht gehört zur Nachhaltigkeit auf jeden Fall dazu. Und ich würde jetzt gerne den Marc Groß bitten, nochmal etwas zu seiner Arbeit und zu seiner Haltung in dieser Frage vorzustellen. Und Marc, vielleicht sowohl im Hinblick auf deine Tätigkeit als Verwaltungsexperte, aber vielleicht auch ein paar Worte zu dir als Co-Vorsitzender des Vereins CoLab, einem Denklabor und auch einer Kollaborationsplattform, vor dem Hintergrund der Idee der Ganzheitlichkeit. Marc, stell dich doch mal kurz vor und dann fasse ich nochmal nach. Wunderbar, hallo in die Runde. Mein Name ist Marc Groß, ich leite in der KGST einen Bereich, der nennt sich Organisationsmanagement und Informationsmanagement. Die KGST ist ein kommunaler Fachverband mit Sitz in Köln. Wir haben über 2300 Mitgliedskommunen, die ungefähr 80 Millionen der Bundesbürger abdecken, und um zu schauen, wie kommen wir in dem Fall zu nachhaltigen Lösungen. Und zwar nicht jeder Einzelne, sondern wir bündeln sozusagen das Know-how der Kommunen, um neue Lösungen im kommunalen Management zu entwickeln. Das ist sozusagen die eine Schiene und ein Element bei uns. In meinem Programmbereich ist natürlich das Thema Digitalisierung, strategische Steuerung. Und da fällt natürlich das Thema Nachhaltigkeit sehr stark mit rein. Auf der anderen Seite bin ich Co-Vorsitzende des CoLab e.V. Wir haben uns 2019 gegründet mit verschiedenen Akteuren, um sozusagen die Sichtweise von Gesellschaft und Digitalisierung voranzubringen und nochmal zu verschneiden und auch zu gucken, dass wir nicht sozusagen in so sehr elitären Kreisen sozusagen, ich sage mal jetzt auch als KGST, das ist mal ein sehr elitärer Kreis, der dann sozusagen über das Thema Digitalisierung diskutiert. Wir müssen es mal in die Breite kriegen, um sozusagen das Feuer der Digitalisierung auch wirklich überall nutzen zu können. Und jetzt komme ich gleich zu der ersten These, dass wir ganzheitlich denken müssen, da will ich voll mitgehen. Das ist ja auch was im ersten Vortrag drin war von Norbert Rost sozusagen. Also die These, die ich immer aufgestellt habe, ist, dass Kommunen müssen sich transformieren und eine aktive Rolle in der nachhaltigen Gestaltung der Digitalisierung einnehmen. Und wenn man nachhaltig begreift, jetzt nicht so global galaktisch sozusagen, sondern vielleicht mal aus der Sicht der Kommune, guckt man eigentlich schon per se ganzheitlich drauf, weil der Blick der Kommune immer auf die örtliche Gemeinschaft geht, sozusagen, mit allen Facetten des kommunalen Handelns, sozusagen. Und die kleinste Facette, wenn man ganz ehrlich ist, ist ja die Verwaltungsdimension. Wir haben die Verwaltung als einen Akteur, wir haben den Konzernkommune als Akteur, wir haben, wenn man noch das kommunale Ökosystem, was wir als KGST beschreiben, weiterdenkt, haben wir dann die örtliche Gemeinschaft mit allen Akteuren. Wenn man noch weitergeht, denken wir regional. Wenn man jetzt noch weiter geht, denken wir Land, Bund und dann natürlich immer wieder die Anschlussfähigkeit auch nach Europa. Und von daher müssen wir per se, um leistungsfähig zu sein und um nachhaltig zu denken, sozusagen immer das gesamte Ökosystem im Blick behalten. Und jetzt vielleicht nochmal zu dem ersten Vortrag, zu dem ersten Impuls von Robert Rost. Ja, ich glaube auch, dass Verwaltung das auch nicht alleine schafft. Das wäre ja auch vermessen zu behaupten sozusagen. Ich glaube, wir müssen halt gucken, wer kann auf diesem Spielfeld welche Rolle spielen. Und da würde ich jetzt trotzdem der Verwaltung zuschreiben, dass sie auf diesem Spielfeld, auf dem Ökosystem eigentlich noch der einzige vertrauenswürdige und demokratische legitimierte Spieler ist, muss man ganz ehrlich sagen, der die Fäden zusammenbringen kann. Alle anderen haben Wirtschaftsinteressen, Eigeninteressen sozusagen. Die Kommune schaut, die Kommunalverwaltung schaut in Anführungsstrichen mit einem neutralen Blick da drauf, und dann geht es auch wirklich darum, wie kann man diese Nachhaltigkeit oder diese Ganzheitlichkeit
gestalten. Und dann gehe ich in die Richtung und sage, ja, wir müssen konsequent im Ökosystem denken. Wir brauchen auch neue Formate der Zusammenarbeit und wir brauchen auch andere Co-Creation-Formate. Also quasi, wie schaffen wir es aktiv, die örtliche Unternehmen, die örtliche die Gemeinschaft einzubeziehen und nicht nur im Sinne von Beteiligung, sondern wie schaffen wir es, alle Akteure mit einzubinden im Sinne von Co-Creation. Jetzt mag nochmal nachgefragt, also es gibt Einheit, Einmütigkeit zu der Frage, ja, man muss hier ganzheitlich denken und die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen, nur dann wird es nachhaltig. Okay, fein. Aber auf der kommunalen Ebene, ihr habt, wenn ich das recht in Erinnerung habe, das Leitbild der Netzwerkkommune, wo man also mehr vernetzt, um die Ganzheitlichkeit herzustellen. Was klappt denn da und wo hakt es? Was muss da jetzt passieren, damit diese Art von ganzheitlichem Angang auch funktioniert auf kommunaler Ebene? Ja, also die Frage ist, wo hakt es? Ich fang mal vielleicht beim banalen Thema an. Also ich glaube, dass wir schreiben es als Leitbild sozusagen der Netzwerkkommune. Wir müssen immer gucken, wo kommt Kommune eigentlich her? Wir hatten irgendwann mal ein Leitbild der Ordnungskommune. Das ging dann weiter sozusagen mit einem richtigen Sprung über das neue Steuerungsmodell, das NSM, wo man ja wirklich eher den ökonomischen, den wirtschaftlichen Gedanken in den Fokus gerückt hat, wo man aber die politischen Rationalitäten nicht berücksichtigt hat und das Gemeinwohl ein bisschen zurückgedrängt hat. Da ist quasi Verwaltung oder Kommune eigentlich mit Unternehmen gesetzt worden. Man hat die gleichen Instrumente versucht, was man mit Unternehmen praktizieren, auch in die Verwaltung zu bringen. Das heißt, wir haben eine unheimliche Wirtschaftlichkeitsdeterminante dort implementiert. Dann ging es weiter zur Bürgerkommune und jetzt sprechen wir sozusagen von der Netzwerkkommune. Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal auch für Kommune, für Kommune und alle Akteure ihren Platz zu finden und mal zu differenzieren. Das, was Norbert Rost am Anfang sagte, dass Verwaltung auch nicht alles leisten kann und auch nicht alles leisten muss. Das heißt, wir müssen situationsabhängig unterschiedliche Rollen einnehmen. Wir müssen viele Dinge garantieren, aber nicht alles selber machen. Und da gibt es die Rolle des Koordinators, die Rolle des Garanten, auch die Rolle des Ermöglichers sozusagen, aber auch Freiräume zu schaffen. Ich glaube, das ist nochmal eine große Hürde, und auch das Loslassen zu üben, dass andere Akteure jedenfalls auch losmarschieren und da zu gucken, wie schafft es Kommune, diese Akteure zu vernetzen und eher den Boden zu bereiten, dass gute Dinge entstehen. Okay, vielen Dank, Marc. Ich gehe an der Stelle mal weiter zu dem Christian Schiller. Und zwar aus dem Grund, weil der so Unternehmer und Macher ist. Und mit seiner Firma Surplus eine Plattform für die Kreislaufwirtschaft gebaut hat. Er ist in gewisser Weise für die These 2, die wir gehört haben von dem Herrn Redenius, nämlich dass nur mit der Digitalisierung die ganzheitliche Sicht darstellbar und steuerbar ist. In gewisser Weise könnte man ihn dafür in den Zeugenstand rufen. Er hat ein Modell gemacht. Herr Schiller, vielleicht stellen Sie sich auch mal kurz vor, was Sie gemacht haben und warum Sie glauben, dass Digitalisierung hier so eine Schlüsselrolle spielt, aber dann auch wieder, woran es eigentlich noch hakt und was hätte besser laufen können. Ja, vielen Dank, Herr Korb. Ja, hallo in die Runde. Sehr spannende Vorträge. Vielleicht möchte ich auch anschließen an Herrn Redenius und Herrn Groß. Da habe ich zwei Sachen mir schon zu notiert, aber ja, kurz, meine These ist etwas spezifischer auf den Bereich, den meine Digitalplattform bearbeitet, zugeschnitten, also den der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe, wo man vertreten kann, dass wir hier das größte Problem in der Kreislaufführung an Wertstoffen haben, die wir in anderen Materialströmen schon etwas besser beherrschen als im Kunststoff. Letzte Zahlen dazu liegen eigentlich vor, dass an der gesamten kunststoffverarbeiteten Menge in Deutschland nur etwa 7% aus den sogenannten Post-Consumer-Abfällen tatsächlich stammen, also wirklich Produkte, die Kunststoffprodukt waren, dann in der Nutzungsphase Abfall wurden und aus dem Abfall wieder den Weg zurückgefunden haben in der Regel nicht gleichwertige Kunststoffanwendung, klassisches Downcycling. Die Plattform, die ich vor fast 3 Jahren jetzt gegründet habe, als Digitalplattform, entstammt dann eigentlich der Erkenntnis, dass eine der großen Probleme in dem Markt, um aus Abfällen wieder hochwertige Kunststoffprodukte zu schaffen, auf jeden Fall fehlende Transparenz ist. Erstmal, wo fällt eigentlich welche Art von Abfall in welcher Vereinigung an?
und wo kann ich den dann wieder verarbeiten lassen in einer Qualität, dass sie wieder zurück in die Produktion gefahren werden kann. Dass dieses Fragmentierungsproblem am Bereich Abfall wird einem, denke ich, sofort bewusst, wenn man das mal vergleicht mit, wie produziert denn die Kunststoffwirtschaft heute aus Neuware, wo ja aus bekannten Erdölquellen dann Erdöl in bestimmte Raffinerien gefahren wird, um bestimmte Qualitäten, Vorprodukte des Kunststoffs dann zu erzeugen, um dann halt die gewünschten Kunststoffqualitäten zu erzeugen, ist relativ überschaubar. Die ist auch nicht unkomplex, aber wenn man das mal vergleicht mit die Zapfstellen der zirkulären Rohstoffe, sind ja letztlich die Haushalte. Ja, also wir haben einen maximal fragmentierten Markt, denn jeder, ich inklusive, ist ja irgendwo Hersteller von Abfällen jeden Tag im Post-Consumer-Bereich und dann wieder sichtbar zu machen, wo welche Menge an welchem Abfall in welcher Qualität angefallen ist, ist eine Aufgabe, die jedes menschliche Gehirn überfordert. Ja, was eine der Schlüsselgründe ist in meinem Dafürhalten, warum heute auch Kunststoff so schlecht recycelt wird. Weil eben Kenntnis über das Material so essentiell wichtig ist, um wieder einigermaßen vernünftige Qualitäten aus den Kunststoffabfällen herauszuholen. Und das war tatsächlich 2018 dann der Anlass, einen Monat vor Inkrafttreten des deutschen Verpackungsgesetzes, wird ja vielleicht Herr Wimmer noch was zu sagen, zu sagen, ja, wenn jetzt die mit dem neuen Verpackungsgesetz eigentlich Anreize geschaffen werden sollen, also hier der Gesetzgeber eingreift, um zu sagen, die Kreislaufwirtschaft von Kunststoff muss verbessert werden, dann wollen wir mehr Transparenzen in den Markt bringen und dann natürlich über Digitalisierung auch Effizienzgewinne sichtbar machen. Denn vielleicht das größte Problem schlechthin, Herr Wimmer, korrigieren Sie mich, aber das war mir auch lange nicht klar, bevor ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, dass hochwertiges Kunststoffrecycling heute halt teurer ist, nach wie vor, als Neuware einzusetzen. Das ist nicht intuitiv. Man denkt ja, recyceltes Papier, recycelte Produkte, Altware muss ja qua Definition günstiger sein als Neuware. Aber wir leben in einer Welt, wo hochwertiges Kunststoffrecycling im Schnitt immer noch deutlich teurer ist als der Einsatz von Neuware. Das hängt mit vielen Gründen zusammen, auch natürlich Subventionen, die auf der Neuware liegen, die auch abgeschafft gehören in meinen Augen, wenn man es denn ernst meint mit der Kreislaufführung von Kunststoffen. Aber ja, einer der Punkte ist eben ganz klar diese Intransparenzen im Markt, die wir natürlich dann versuchen zu beheben mit unserer digitalen Plattform. Also wir vernetzen an Stichwort Netzwerkgedanken, wir vernetzen den Abfallerzeuger, Waste Owner, wie wir ihn im Englischen nennen, mit dem Recycler bis hin zum Kunststoffverarbeiter. Also so, dass man wirklich, muss man sich so vereinfacht vorstellen wie eine Art Beschaffung Amazon für recycelte Kunststoffe, nennen wir das gerne mal etwas salopp, ist es natürlich nicht. Auch deutlich bessere Arbeitsbedingungen haben wir als Amazon, würde ich behaupten. Also wir eine Einkaufsplattform, wo ein Einkäufer von großen Markenartikeln spezifizieren kann, ich brauche Verpackungskunststoff HDPE in folgender Qualität, in folgender Menge. Und dann können sich Recycler und Compoundeure, also die Zulieferer, dann darauf sozusagen in die Geschäftsanbahnung gehen, bis hin dann zur Transaktionsabwicklung. Das können wir noch nicht alles, aber auf dem Weg sind wir unterwegs. Das spielt auch voll in die Agenda der digitalen Produktpässe. Natürlich wollen wir eigentlich nachweisen können, wo ist der Abfall angefallen, in welcher Sortieranlage wurde er sortiert, wo wurde er aufbereitet, in welches Produkt ist er reingegangen. Das also machen wir im Großen. Um das aber nicht zu sehr zur Unternehmenspräsentation zu machen, sondern eher dann auf meine These einzugehen. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass Digitalisierung, auch wenn es im Vortrag von der Professor Peters da hieß, ja, bisher sind die Produktivitätsgewinne noch gar nicht so wirklich messbar, dass aber gerade in der Komplexität oder der Vereinfachung der Komplexität natürlich Kosten und Effizienzgewinne liegen. Also einfach, ich mache es mal am einfachen Beispiel. Heute muss sich der Einkäufer bei Procter & Gamble händisch darüber informieren, wer kann eigentlich was, in welcher Menge, wann, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Preis produzieren an Kunststoffrezyklaten. Da geht echte Zeit drauf. Ja, und demgegenüber kann natürlich eine digitale Plattform sowas in viel schnellerer Zeit schon liefern, die gleiche Rechercheleistung. Ist vielleicht nur ein kleines Beispiel, aber da denke ich eins, was unmittelbar einleuchtet, warum kann Digitalisierung hier Effizienzgewinne heben? Das ist der Punkt, warum ich auch das Unternehmen gegründet habe. Aber die These, mit der ich in den Raum gestellt habe, ist ja eigentlich, dass es fehlt bei der praktischen Umsetzung neben der Erkenntnis, dass Digitalisierung das kann, oft aber am Wissen, Wollen und den Ressourcen der Praktiker. Und daher groß greife ich auch gerne die Kommunen auf, und auch, das nicht zu unterschätzen, dass die Beharrungskräfte der linearen Wirtschaft, also derjenigen Unternehmen, die heute davon profitieren, dass die Welt so linear aufgestellt ist, dass die enorm sind. Ja, und ich auch die nächste These da in den Raum stellen würde, dass Deutschland sich mit der großen Chemieindustrie sehr, sehr schwer tut mit echter Kreislaufwirtschaft. Aber auch Kommunen, Herr Groß, wo ich immer gerade denke, Abfallwirtschaft, da hat ja auch die Kommune den ein oder anderes Interesse. Wenn ich nämlich mein Müllheizkraftwerk betreibe, dann will ich das profitabel möglichst als Kommune.
Und wenn es jetzt heißt, dass wir mehr Abfälle doch recyceln sollen, dann aber ich als Kommune nicht mehr an der Wertschöpfung profitiere, dann habe ich da plötzlich doch einen Interessenkonflikt, der auch auf kommunaler Ebene durchaus angesiedelt ist. Also ich halte, und dann schließe ich auch ab, halte gerade durch diesen oft im Munde geführten Begriff, wir müssen alle zusammenarbeiten, oder in der Kunststoffwirtschaft heißt es dann, die gesamte Wertschöpfungskette muss zusammenfinden. Das ist provokant bewusst gewählt, also auch Chiffre dafür, dass erstmal gar lange Zeit gar nichts passiert. Ja, weil nämlich je mehr dann mitwirken, man nämlich immer möglichst die Bedenken sozusagen immer wieder geäußert werden und dann passiert erstmal gar nichts. Ja, oder sehr, sehr wenig. Und jeder in der Wertschöpfungskette pusht dann halt seine Agenda. Das können wir gerade auch live bei den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag miterleben, wo wie doch jetzt jeder Player in der Wertschöpfungskette gerade so seine Themen positioniert. Also ich eigentlich sagen will, dass Digitalisierung hat schon seine Rolle zu spielen, aber wenn natürlich Widerstände da ist, dass man sich dem Wandel gar nicht hingeben will aus der Wirtschaft, dann kann die beste digitale Idee, wird dann auch nicht umgesetzt werden, einfach weil man halt einfach vom bisherigen linearen System so gut profitiert hat. Und vielen Dank, Herr Schiller. Ein letzter Satz, sorry, ja. Noch. Ich möchte aber sagen, nicht nur Unternehmer sind Macher. Ja, also das hört man zwar immer gerne so, aber auch Kommunen sind Macher. Ja, also das möchte ich noch hinweisen, dass nicht nur wir sind die Macher hier. Ja, ja, das, ich finde diese versöhnliche Anwendung des Begriffs sehr schön. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass da schon, sagen wir mal, kleine Pfeile geflogen sind zwischen Ihren Erfahrungen und dem, was ich vorher von den beiden Leuten mit der Kommunalpostperspektive gehört habe. Und ich würde Sie jetzt auch schon bitten, auch bei den anderen Podiumssprechern, die jetzt noch kommen, sich das nochmal in Erinnerung zu halten. Was würden Sie sich denn für die nachherige Diskussion, was würden Sie sich denn von den jeweils anderen auf diesem Podium noch wünschen, damit die Dinge noch besser laufen als heute? Herr Rost hat gesagt, Verwaltung alleine schafft es nicht. Herr Groß sagt, wir brauchen eine vernetzte Kommune, in der auch viele Akteure zusammenkommen. Sie haben ein Netzwerkmodell mit dieser Plattform, aber sagen, ja, Beharrungskräfte sind auf verschiedenen Ebenen noch zu groß. Also jeder sollte jetzt schon mal sich überlegen, welche Wünsche er an die anderen hat für nachher. Jetzt aber gehen wir erstmal weiter zu unserer nächsten Sprecherin, nämlich Anne Dahlke von dem Deutschen Institut für Normung, auch bekannt als DIN. Sie ist dort Projektmanagerin in der Gruppe Nachhaltigkeit und Managementsysteme und beschäftigt sich mit Standardisierungsfragen. Das greift auch schön eigentlich auf, was wir in der These von Herrn Redenius zu der Notwendigkeit gehört haben, wie Digitalisierung eigentlich nachhaltig gemacht werden kann und dass es zu wenige Brücken gibt oder andersrum formuliert, zu wenige Standards. Sie, Frau Dahlke, bringen die Leute zusammen, um sowas zu schaffen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie das funktioniert. Genau, ich bringe die Leute zusammen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das hat man ja hier heute schon öfter gehört, dass es nicht ein Macher alleine sein kann, sondern es bedarf den Schulterschluss verschiedener Akteure. Und da, glaube ich, kann Normung an sich viel leisten, viel Unterstützungsarbeit leisten. Der Normungsprozess selbst, wie er angelegt ist, nämlich als runder Tisch, der verschiedene Akteure und verschiedene Interessengruppen zusammenbringt, die sich dann auf ein gemeinsames, abgestimmtes Modell einigen, also eine gemeinsame Sprache entwickeln. Auch da schließt sich für mich der Kreis und es gibt einen Anknüpfungspunkt schon zu der Keynote von Frau Dr. Peters. Also was ist nachhaltiger als ein gemeinsames Konzept, das flächendeckend angewendet wird? So Flickenteppiche, jeder für sich. Er findet das Rad nochmal neu. Das brauchen wir nicht. Da kann Normung sicher helfen, denn auch die Ergebnisse sind genau das. Ja, abgestimmte Konzepte, die dann auch angewendet werden können. Dabei sind Normen keine Gesetze. Ja, die Anwendung ist freiwillig. Aber deshalb benutzen wir häufig gerade in diesem Bereich Normung rund um die nachhaltige Entwicklung der Stadt, dass gerade die
Normen, die da auf internationaler Ebene entwickelt werden, als Werkzeugkasten dienen können für verschiedene Anwendungstypen. Da gibt es eine, also dass es dazu wenige Standards gibt, das würde ich gar nicht unterschreiben. Es gibt bereits eine Fülle an Standards. Also der Ausschuss, der sich darum kümmert, für den ich heute da bin und ein bisschen das Sprachrohr bin, wurde bereits 2012 gegründet. Wir sind vor allen Dingen getrieben von der internationalen Normung. Da gibt es eine Fülle an Standards. Ich müsste es mal gucken. Also es ist überwältigend. Das ist so ein bisschen, ich habe mir hier aufgeschrieben von meinem Vorredner, es mangelt manchmal am Wissen wollen. Ja, das ist manchmal unser gefühlter Eindruck, aber ob es dann tatsächlich ist, ich glaube, in den Kommunen selbst hat sich auch der Blick auf die Normungsarbeit ein bisschen gewandelt. Als wir gestartet sind, vor knapp 10 Jahren, war es so ein bisschen der Blick auf Smart City, auf die sehr technischen Prozesse. Und da war es schon eher zurückhaltend. Oh nein, wir wollen nicht genormt werden. Es gibt die genormte Stadt, ja, die gibt es nicht. Wir sind alle individuell, aber dem versuchen wir in unseren Prozessen Rechnung zu tragen. Ja? Aber wir brauchen sie da als unterschiedliche Akteure in unserem Prozess, damit die Ergebnisse letztlich auch an dem orientiert sind, was sie alle brauchen. Und auch widerspruchsfrei und praxistauglich. Und da fehlt es manchmal. Es fehlt noch an anderen Ecken, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Also habe ich das recht verstanden? Sie sagen, dass gerade die Kommunen sich zu wenig beteiligen an diesen Prozessen, an den Standardisierungsprozessen? Sie waren zum Anfang zögerlich. Ich glaube, viele Kommunen haben aber erkannt, es gibt da Prozesse, Druck sagen, auf die Kommunen steigt ja auch, sich diese Wandlungs- und Transformationsprozesse zu vollziehen und da auch irgendwie, sie möchten mittlerweile auch mitmachen und gestalten. Aber irgendwie finden sie den Weg in unseren Gremien nicht. Ich weiß nicht, ob es an den Strukturen liegt oder ob die Wertschätzung der Normung oder die Möglichkeiten, die Normung bietet, da nicht so bekannt sind. Dazu muss man sagen, das ist quasi ehrenamtliche Arbeit von unseren Experten. Ja, das leisten sie neben ihrer normalen Arbeit. Das ist unter Umständen schon zeitaufwendig und sie müssen von ihrem entsprechenden Arbeitgeber dafür auch entsendet werden. Da fällt es manchmal schwer, dieses on top zu rechtfertigen. Verstehe. Die Frage, die merken wir uns für die Herren Groß und Rost nachher. Aber wir wollen noch die Vorstellungsrunde abschließen mit dem Herrn Wimmer, dem Chief Digital Officer des Bundesumweltministeriums. Dass Digitalisierung nachhaltig gemacht werden muss, das würden Sie, glaube ich, sofort unterschreiben. Aber sagen Sie doch mal, warum und was da noch passieren muss. Ja, hallo erstmal in die Runde. Mündige Bürger hat Carsten Redenius gerade sich gewünscht. Ich wünsche mir natürlich mündige Unternehmen, denn die Digitalisierung, die fiel ja nicht vom Himmel und die ist auch nicht von Verbrauchern und Bürgern in die Welt gesetzt worden mit all den Umweltfolgen, die sie hat, sondern es sind ja die Schlote des Silicon Valley, die genauso rauchen wie die früher in Gelsenkirchen. 4% des CO2 Ausstoß ist weltweit, geht mittlerweile aufs Konto der Digitalisierung. Das ist zweimal so viel wie die Werte vom Flugverkehr. Allein das Training von einem KI-Modell verbraucht so viel wie 5 die komplette Lebenszeit an. Also mit anderen Worten, es gibt Verursacher. Es wird mit nicht nachhaltigen Methoden Rohstoff abgebaut. Es wird Elektromüll produziert, der nicht reparierbar ist. Es wird unter enormem Datenmissbrauch für Konsum geworben. Es werden digitale Geschäftsmodelle ausgebaut, die für mehr Abfall, mehr Verpackung und mehr Verkehr sorgen. Und es werden dafür regelmäßig oder fast ausschließlich nicht CO2-neutrale Rechenzentren genutzt. Und mein Vertrauen ist da relativ gering, dass das alles gut wird auf der Welt, ohne dass ein Gesetzgeber eingreift, ohne dass reguliert wird und ohne dass der Druck von der Straße weiterhin so aufrechterhalten wird,
dass alle Beteiligten, und wir reden ja über systemische Zusammenhänge heute und die Verantwortung von vielen, vielen, dann auch verstehen, dass es, wenn man das ernst meint mit Klimaschutz und Artenschutz und Umweltschutz, nicht gehen wird, ohne dass man die Digitalisierung in ihren Auswirkungen begreift, in ihren Umweltschäden begreift. Und dann kann man gern auch die neuen Technologien, Blockchain und KI und 5G und Quantencomputing oder wovon wer auch immer träumt, dann kann man diese Technologien auch einsetzen, um gegen die Schäden, die von den Verursachern ja erstmal hergestellt wurden, wieder vorzugehen. Aber da ist man ja schon im Reparaturbetrieb und eigentlich setzt der Prozess ja viel früher an. Ja, Herr Wimmer, vielen Dank. Ich glaube, die Diskussion ist damit eröffnet. Und ich würde Ihren Schuss, den Sie gerade losgelassen haben, dass vor den mündigen Bürgern vielleicht sogar die mündigen Unternehmen erforderlich sind, jetzt mal in Richtung der Herren Schiller und Redenius weitergeben wollen. Mal hören, was die dazu sagen. Ich meine, was man schon sagen muss, ist, die Perspektive, die aufgemacht wurde, war ja Vernetzung überall, nicht? Und Digitalisierung schafft Vernetzung. Aber Sie sagen, bevor man irgendwas anderes anfasst, muss man erst mal regulieren, gucken, dass diese Vernetzungstechnologien sauber sind. Habe ich das recht verstanden? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Natürlich ist die Vernetzung nicht nur zwingend, sondern die findet ja auch statt. Noch nicht so lange übrigens. Die Communities, also die digitale Welt, die Nerds, die ITler und die Umweltschützer, die Frösche über die Straße tragen, um einfach mal so die üblichen Klischees zu bedienen, die treffen sich noch gar nicht so lang. Ja, die Bits und Bäume war so der erste Aufschlag. Es gibt jetzt mittlerweile ein paar Bücher und es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen, die heute, wo diese beiden Themen zusammengedacht werden. Aber es ist nicht ein Thema, das schon 10 Jahre alt ist. Sondern diese Vernetzung zwischen den Welten, Startups, Gründer, IT-Fachleute, IT-Sicherheitsfachleute, da kommen ja viele zusammen, ja, Datenschützer, dass die sich dann auch mit den Umweltschützern zusammensetzen, das erfordert ganz, ganz viel Aufwand, das erfordert Mut, das erfordert viel Forschung, dass überhaupt mal die ganzen Kenntnisse da sind, denn im Moment wird noch sehr, sehr viel auch vermutet und man weiß es nicht so genau und man hofft. Jeder hofft natürlich immer, alles wird gut, wenn wir bloß kräftig digitalisieren. Aber ob es so ist, weiß am Ende des Tages keiner. Vielleicht ist es ja doch so, dass, nehmen wir ein Beispiel Blockchain, ja, da gibt es ganz tolle Modelle, die heute auch schon sehr, sehr vernünftig funktionieren, nachhaltig funktionieren. Sie können aber auch einen Bitcoin betreiben und damit unendliche Energieverbräuche erzeugen, die jedes Maß sprengen. Ja, das ist eine Entscheidung, die wir alle als Gesellschaft treffen müssen. Aber jetzt nochmal direkt an die Herren Schiller und Redenius gefragt. Herr Wimmer sagt, Vertrauen reicht nicht aus. Wir brauchen Regulierung, um Digitalisierung nachhaltig zu machen. Herr Redenius vielleicht zuerst und dann Herr Schiller. Wie ist Ihre Einstellung dazu? Was können Sie als Unternehmen tun und wie viel Regulierung ist notwendig? Ja, das ist ja auch Teil meiner Thesen gewesen. Ich glaube, Herr Wimmer, was Sie sagen, der Umweltschaden, sage ich mal, der entsteht durch Digitalisierung in bestimmten Dingen. Das ist Kernherausforderung, da ranzugehen. Deshalb haben wir auch, und da nehme ich uns jetzt mal als mündiges Unternehmen, deshalb haben wir auch schon vor etlicher Zeit Projekte aufgesetzt, die sich genau mit der Fragestellung befassen, nicht nur wie wir als Unternehmen CO2-neutral und umweltbewusst agieren können, sondern auch wie unsere Produkte, also das, was wir für unsere Kunden im Sinne von Software generieren und bauen, wie das an sich Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung tragen kann. Und da bin ich sehr schnell in einer Fragestellung, die dahin geht, muss und ganz fett unterstrichen, muss eine Software grundsätzlich gewissen Standards, und dann bin ich bei Regulierung, entsprechen, damit sie API-basiert auf Marktplätzen, auf Plattformen auch mehr Nutzen stiften kann als für diesen einen Use Case, der jetzt vielleicht bei Kunde A, B oder C oder Unternehmen X und Y gebaut wurde, sondern
Gedanklich vielleicht so ein bisschen auch, Herr Schiller, in Ihre Richtung der Kreislaufwirtschaft, auch Software als gut zu verstehen, was es an anderer Stelle wiederverwendbar, nutzbar machen muss, um eben für einen und denselben Output nicht immer wieder neue Dinge zu machen und vor allen Dingen am Ende des Tages die nachhaltigste Lösung sich durchsetzen zu lassen. Und gedanklich bin ich dann eben sehr stark auch bei den Überlegungen, die sich Gaia-X macht, wo eben genau dieser Gedanke, Algorithmen verfügbar zu machen, Daten zu koppeln an der Stelle und darüber letztendlich das System IT nachhaltig zu machen und mit IT dann wiederum auch die Nachhaltigkeit zu fördern. Ja, vielleicht daran anschließend. Also als sehr kleines Unternehmen noch mit einem sehr kleinen digitalen Fußabdruck ist, glaube ich, unser Energieverbrauch noch nicht mit dem Silicon Valley, oder Herr Wimmer, Sie sagten so schön, die Schlote des Silicon Valleys. Wir sitzen ja nur in Hamburg. Also wir haben, aber natürlich nutzen wir die internationale Cloud-Infrastruktur. Also das tun wir schon auch. Ich vielleicht aus der ganzen Praxis gesprochen, wo Sie gerade Blockchain ansprachen. Wir hatten am Anfang, als wir angefangen haben und diese Umweltproblematik uns angeschaut haben, geguckt haben, was kann jetzt Digitalisierung dazu beitragen, diese Umweltproblematik in den Griff zu kriegen, haben wir uns tatsächlich auch unterschiedliche digitale Technologien angeschaut. Mein Mitgründer ist seines Zeichens Blockchain-Coder, also er versteht auch wirklich was von Blockchain. Und wir haben uns dann den Markt angeguckt, wie wird denn heute in der Abfallwirtschaft auf der einen Seite Technologie eingesetzt und wie wird auf der kunststoffverarbeitenden Wirtschaft Technologie eingesetzt. Und wir stellten einfach wirklich fest, dass dieses Klischee der Faxmaschinen auch nach wie vor stimmt. Und dann haben wir halt ganz schnell die Entscheidung getroffen, auch weil wir natürlich Risikokapitalgeber im Hintergrund bei uns haben, die sagen, ja, lieber Herr Schiller, Sie müssen schon auch Ergebnisse liefern und können nicht nur einfach nur programmieren, haben wir schnell Abstand genommen von Blockchain-Lösungen. Weil ich stehe ja mit meinem Unternehmen im Feld und muss ja den produzierenden Unternehmen Mehrwerte zeigen können mit meiner Software, weil sonst wird sie einfach nicht genutzt, geschweige denn ist irgendein Kunde bereit, dafür Geld zu zahlen. Und wenn ich dann mit Blockchain ankomme und der Kunde aber nach wie vor sein gesamtes Geschäft über Excel-Listen, Faxmaschinen und Messebesucher abwickelt, dann überfordere ich den Kunden schlechtweg auch mit Digitalisierung. Also insofern haben wir schon ins untere Regal der digitalen Technologien gegriffen und ich nenne das immer gerne Grundlagendigitalisierung. Ohne die, dabei bleibe ich aber, es nicht gelingen wird, etwaige Effizienzpotenziale in der Zukunft zu heben. Selbst wenn das am Anfang, wie Frau Dr. Peters das so schön dargestellt hat, erstmal mehr Kosten bedeutet für die Unternehmen. Also den abschließenden Satz gestatten Sie mir noch. Ich kriege nämlich oft das Problem in meinem eigenen Betrieb, dass dann, wenn ich mit einem Einkäufer spreche oder mit einem Vertriebler, dann sagt, ja, Herr Schiller, wie viel kostet mich das? Okay, alles klar. Und wie viel bringt mir das? Und wenn Sie dann nicht sofort Zahlen nachweisen können, dann sind Sie raus. Ja, dann sagt der Kunde halt, ja, ist ja interessant, aber kommen Sie in 3 Jahren wieder. Ja? Und dann macht der Kunde halt weiter offline und dann ist eine Digitalisierung und Effizienzgewinn erstmal gar nichts. Ja? Also insofern, wir als Startup haben uns weniger Gedanken gemacht darüber, welchen Impact unsere Software als solches hat, sondern wir denken eigentlich tagtäglich darüber nach, wie kann ich immer noch diesen Nachhaltigkeitsgewinn und eigentlich letztlich Effizienzgewinn, mit anderen Worten mehr Geld für den Kunden, durch den Umstieg auf Digitalisierung unmittelbar sichtbar machen. Weil wenn das nicht gelingt, dann schaffe ich das in den laufenden Betrieb nicht und dann braucht es eben tatsächlich Regulierung, weil sonst steigt der Markt nicht um. Wir haben ja in den Gesprächen, die wir mit der Wirtschaft führen, gemerkt, dass viele verstanden haben, dass sie in 5 Jahren ohnehin kein Geschäft mehr machen mit dem Staat oder mit großen Bevölkerungsgruppen, wenn sie nicht nachhaltig aufgestellt sind, wenn sie nicht einen CDR-Report haben oder wenn sie einen digitalen Produktpass haben, wo entsprechend die Werte stimmen. Nur, wer kann sich das leisten? Und da bin ich total bei euch. Die Big Five, die können das alle. Die haben genug Lobbyisten in Brüssel, die wissen das rechtzeitig. Die haben das Geld, die stellen sich darauf ein. Viele Startups erlebe ich auch als unglaublich normativ gerichtet. Da gibt es tolle Initiativen in Deutschland, allein Leaders for Climate Action und viele, viele andere, die sich da auf den Weg gemacht haben. Wer nach unserer Erfahrung so ein bisschen ins Sandwich gerät, das ist der deutsche Mittelstand. Ja? Das ist, es gibt auch ganz tolle Player auf der Schwäbischen Alb. Wir nehmen so das typische Beispiel, der Autozulieferer auf der Schwäbischen Alb. Der tut sie oft am härtesten, weil der kriegt die Digitalisierer nicht in seinen Ort. Ja? Das ist immer wieder bei den Kommunen. Der hat vielleicht gar nicht die Infrastrukturanbindung an seinem Standort. Der muss eine Logistik irgendwie organisieren. Der kommt da ins Sandwich zwischen die Startups.
die ihm das Geschäftsmodell weggraben und den großen Playern international. Ja, das ist eine richtige Aufgabe, gerade für die deutsche Wirtschaft, die wir uns auch schwerer tun als Amerika zum Beispiel. Herr Wimmer, Sie haben ja in gewisser Weise das Ressourcendilemma, über das wir am Anfang auch kurz gesprochen haben, für die Digitalisierung selbst jetzt auch wieder aufgegriffen. Also, dass man zwar einerseits darüber reden kann, wie man mit Digitalisierung etwas besser vernetzt, im Sinne der Nachhaltigkeit, wie jetzt etwa bei Surplus von dem Herrn Schiller. Aber andererseits hat die Digitalisierung auch Umweltkosten. Und die müssen mit betrachtet werden, ne? Sonst geht es nicht. Also das ist auch eins von diesen Dilemmata, die es bei dieser ganzen Geschichte gibt, so wie beim Kupfer. Aber wie ist das denn jetzt bei dem Geschäftsmodell von dem Herrn Schiller, der ja der Kreislaufwirtschaft macht? Das ist doch auch ein Ansatz, um das Dilemma in gewisser Weise zu lösen. Also, dass ich nicht mehr sagen muss, ich löse ein Problem, aber reiße ein neues auf, weil ich an anderer Stelle dann doch wieder Ressourcen verbrauche, die problematisch sind, sondern ich versuche, Modelle zu gewinnen, wo die Ressourcen sich in den Kreislauf erneuern. Und Herr Schiller sagt, das geht nur mit Digitalisierung, richtig, weil es komplex ist. Das kann man nicht alles von Hand und mit Technologie von gestern machen. Also, das wäre dann doch ein Weg für die Digitalisierung, um nachhaltig zu sein, oder? Man müsste dann, weiß ich nicht, gibt es einen Koeffizienten, mit dem man das berechnet und sagen kann, okay, das ist nachhaltige Digitalisierung oder brauchen wir sowas noch? Also auch gern, wenn die anderen darüber etwas wissen, ne, um sowas zu berechnen. Nicht nur Effizienz, sondern... Also wie gesagt, es gibt ja viel Forschung zu dem Thema. Der Bitkom kommt da zum anderen Ergebnis als Umweltbundesamt. Das liegt in der Natur der Sache. Und natürlich treffen sich in Runden wie hier immer die Christian Schillers dieser Welt. Ja, das sind ja nicht die, die jetzt irgendwo wahrscheinlich bei den 25 Leuten im Call, hat es bei einem während des Calls meiner Tür geklingelt und ein Päckchen kam von einem beliebigen Versanddienstleister an. Ja, die gibt es halt auch auf der Welt und nicht nur die Guten, aber richtig ist es und wir tun da auch ganz viel. Wir machen ganz viele Förderprogramme zum Beispiel von Bund aus. Wir investieren über 100 Millionen Euro allein, um Förderprojekte im Bereich KI zu finanzieren. Und das sind zwei Förderlinien. Das eine ist genau das Thema, das wir jetzt hatten, nachhaltige KI. Also wie kann ich die KI so programmieren, dass sie effizient ist und dass sie Datenschutz sauber ist und sozialen Gesichtspunkten folgt, und man kennt ja alle die Diskussion. Und die zweite Förderlinie ist, wie kann ich KI-Innovationen fördern, die eben für Smart Cities, Smart Energy, E-Agriculture, Industrie 4.0 oder in welchem Sektor man schaut, gute Lösungen bieten, damit dort mit moderner Technologie Umweltschutzziele und Klimaschutzziele erreicht werden. Okay, ich greife damit auch eine Frage auf, die aus dem Publikum kam, nämlich ob es Möglichkeiten der Digitalisierung zur Umsetzung der SDG gibt, der Nachhaltigkeitsziele. Das ging ja etwas in diese Richtung, was Sie gerade gesagt haben. Und kann die Fragestellerin dazu irgendwas finden beim Bundesumweltministerium? Na sicher. Ja, also das kann ich generell. Es gibt ja die sogenannte Bibel der nachhaltigen Digitalisierung, europaweit anerkannt, also ein ganz wichtiges Dokument. Die umweltpolitische Digitalagenda finden Sie auf bmu.de/Digitalisierung oder wenn Sie einfach bei Google eingeben, umweltpolitische Digitalagenda, finden Sie das Dokument ganz schnell. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Frage eigentlich tatsächlich, weil die Frau Dahlke ist auch angesprochen an der Stelle. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben im Chat. Vielleicht können Sie ja was dazu sagen noch. Ja, gibt es da den Königsweg oder schon eine Norm? Natürlich, also wir, wenn ich sage wir, betrachten das im Ausschuss natürlich sehr aus kommunaler Sicht. Und das ist schon eine Zielrichtung, die Kommunen auch bei der Umsetzung der SDGs zu unterstützen, ist schon eine Charaktereigenschaft, die deutschen Experten gern in den internationalen und europäischen Normen natürlich auch sehen möchten.
Aber eine konkrete Norm dazu gibt es nicht. Es gibt verschiedene Ansätze, die da immer berücksichtigt werden. Es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren-Sets und so weiter. Digitalisierung selbst wird in dem Ausschuss, in dem, den ich jetzt betreue und begleite, eher so als Querschnittsthema verstanden, das sich durch alle Entwicklungsebenen jetzt in einer Kommune zieht und natürlich da unterstützen kann. Und so wird es auch umgesetzt und versucht dann in die Normen zu bringen. Vielleicht darf ich daran anschließen, Frau Dahlke, weil wir sind 2 Tage entfernt vor Veröffentlichung der neuen Norm der DIN-SPEC 91446. Ich darf mal Grüße an DIN schicken in der Hinsicht. Das ist tatsächlich etwas, wo der DIN auf uns zugekommen ist, Surplus. Und zwar ist es der Benjamin Hein gewesen, der da das Geschäftsfeld für Circular Economy leitet beim DIN. Und er hat gefragt, Mensch Christian, wenn du einen digitalen Marktplatz bauen willst für Kunststoffrezyklate, brauchst du da nicht Standards für? Also kann dein Geschäftsmodell nicht nur fliegen, wenn es gelingt, in diesem Bereich der zirkulären Rohstoffe auch Standards zu etablieren? Und mir war das gar nicht bewusst als Unternehmen, dass ich da selbst Standards setzen kann. Offen gesagt beschäftigt man sich als Startup normalerweise nicht mit Standards. Und wir haben dann einen Wettbewerb gewonnen beim DIN und haben einen Standard jetzt entwickelt, der genau das nämlich, der zahlt darauf ein, die Digitalisierung im Bereich der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Denn, also platt gesprochen wieder, es wird nie funktionieren, digitale Geschäftsmodelle zu etablieren, wenn Sie kein Vertrauen in die Ware haben, die Sie digital handeln wollen. Also ich denke, das ist bei Gebrauchtwaren jedem sofort ersichtlich. Ich brauche eine gewisse Sicherheit in den Verkäufer, in das Produkt, was er mir verkaufen will, damit ich bereit bin, über diese diversen digitalen Plattformen mein PKW zu kaufen. Ja? Das fehlt ja komplett in der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft. Und deswegen haben wir diesen Standard erarbeitet mit 16 Unternehmen und auch der Wirtschaft und der Wissenschaft, um genau das voranzutreiben, die Digitalisierung zu katalysieren in dem Bereich. Und das hilft mir natürlich umgekehrt wiederum, Kunden nicht nur vom Thema Rezyklat zu überzeugen, sondern vom Thema auch, warum Digitalisierung plus Rezyklat etwas Sinnvolles ist, worauf sie sich jetzt einlassen sollten. Also an der Punkt, Frau Dahlke, nochmal vielen Dank an die Unterstützung an DIN. Ja. Ja, vielen Dank auch für die. Vielen Dank auch für die tolle Werbung an der Stelle. Ja. Wir sehen oft, dass dieses Bewusstsein fehlt, dass man eben genau an dieser Stelle auch als Macher oder als ein Stakeholder eben mitmachen kann und sich selbst die Regeln geben kann, nach denen gespielt wird. Das ist okay. Das Tag. Ja. Wir können ja auch Türöffner sein. Also der Herr Wimmer hat ja die Frage nach dem mündigen Bürger sehr klug umgelenkt auf die mündigen Unternehmen. Wir haben dann den Weg eingeschlagen zu sehen, was braucht man denn dafür. Ich glaube, gehört zu haben, dass mit einer klugen Regulierung und Standardisierung, Normierung tatsächlich allen geholfen sein könnte. Ich würde aber gern doch nochmal die Frage nach dem mündigen Bürger aufwerfen und dabei auch Norbert Rost und Marc Groß nochmal ins Spiel holen, weil die gerade auf kommunaler Ebene eben in Vernetzung und Beteiligung denken. Und ich wollte mal danach fragen, ja, die These von Herrn Redenius war ja, wenn wir das alles tun wollen, geht es am Ende um Daten. Daten repräsentieren am Ende auch immer Menschen. Und dafür brauchen wir, ja, es hat mit dem Bildungsauftrag zu tun, die müssen das verstehen, die müssen sich verantwortlich einbringen und so. Wo stehen wir denn da? Bei den digitalen mündigen Bürgern. Haben wir die? Was müssen wir tun, um die zu bekommen? Norbert Rost, Sie haben über Beteiligung gesprochen. Sie haben eine Plattform gebaut für Beteiligung. Aber stellen wir uns mal vor, es gibt Beteiligung und keiner geht hin. Ja, ich muss zugeben, da kriege ich erstmal kurz Schmerzen in der Brust, weil was wir brauchen, sind ja nicht nur digital befähigte und mündige Bürger, sondern aus Sachsen kommend, muss ich gerade sagen, wünsche ich mir allgemein mündige Bürger. Da habe ich gerade diverse Schmerzen, die ich hier durchleben muss. Die spannende Frage, oder sagen wir es mal so, was ich halt spannend finde an dem Ansatz, mit dem wir versuchen zu arbeiten, ist, dass wir einen Bildungsaspekt immer mit reinlegen. Das heißt, wir versuchen sowohl die Workshop-Formate, die wir analog gemacht haben, wie jetzt auch in der digitalen Komponente, immer noch etwas, zwar niederschwellig einzusteigen, aber dann über das Durchlaufen eines Werkzeuges einen Bildungsaspekt mitzugeben und damit sozusagen das Befähigungspotenzial
zu erhöhen, sag ich, oder das Bewegungsniveau zu erhöhen. Das fände ich eine spannende Frage und auch eine Herausforderung für andere Entwickler von Werkzeugen, sich zu fragen, wo holt man die Leute ab, mit welchem auf welchem Bildungsniveau und was für Aspekte, die vielleicht auch Gamification beinhalten könnten, weil Frontalbildung ist ja jetzt nicht so jedermanns Sache, schafft man es sozusagen, die Mündigkeit durch die Werkzeuge selbst, durch die Werkzeugnutzung selbst in Gang zu bringen. Und dann auf der anderen Seite, da komme ich jetzt spannenderweise auch zu der Normung, weil zum Beispiel unser Prozess, den wir hier ansetzen, der endet an dieser Stelle zum Beispiel bei diesen Förderanträgen. Die Idee ist gut, sage ich mal so, aber die Norm noch nicht bereit. Wir stellen nämlich fest, es gibt oder es ist überhaupt kein Standard etabliert, wie Förderprogramme definiert sind. Da habe ich den Eindruck gemacht, jeder so seins. Jede Stiftung macht seins, der Bund macht seins, die Kommunen machen ihrs. Und damit führt unser Prozess in eine Sackgasse. Wir können zwar aktuell Bürger aktivieren und da ist es so, Bürger brennen dafür, viele jedenfalls, ihr eigenes Nest mitzugestalten. Da haben wir also nicht das Risiko, man macht Beteiligung und niemand geht hin. Natürlich kommt das immer ein bisschen auf das Storytelling drauf an und ob es was zu essen und zu trinken gibt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber zum Schluss enden die Prozesse da, wo wo dann die Systeme wieder divergieren, wo dann wieder jeder so seinen Kram macht, sag ich mal so, und das Gemeinsame nicht gesehen wird. In unserem Fall jetzt eben bei der Frage, da entstehen Projektpläne, aber die kann ich eben nicht in den Standardprozess weiterführen, um zu sagen, da kann ich jetzt 17 oder 170 Fördermittel Quellen damit adressieren, sondern da ist dann Schluss. Also das nochmal zur Frage der Mündigkeit und ihren Grenzen. Und den Bildungsmöglichkeiten, die man vielleicht auch bei der Bildung eines Systems mitbedenken kann, Befähigung in der Nutzung des Systems. Also ob das ausreicht, weiß ich nicht. Reicht das aus an den Rest der Gruppe? Was macht das Bundesumweltministerium, Herr Wimmer, um die Leute da voranzubringen? Ja, wir machen natürlich auch eine Menge Social Media und Facebook und Telegram-Bot und weiß der Teufel was, Information in beiden Richtungen. Aber ich glaube, das eigentliche Thema, um das es hier geht, ist ja die Social Divide. Es ist ja nicht so, die Digital Divide. Es ist ja nicht so, dass jeder Bürger hier in diesem Land völlig problemlos sich alle 2 Jahre ein neues iPhone kaufen kann, sich einen Datenvertrag mit einer Flatrate leisten kann und dann die Zeit hat und die Muße und die Bildung und das Sprachvermögen, um sich an Beteiligungsprozessen in der Kommune zu beteiligen. Das ist ja eine Prenzlauer Berg-Diskussion, das wissen wir doch. Und da müssen wir ja ansetzen, dass das erstmal weit abgehängte Milieus reingeholt werden in den Digitalisierungsdiskurs. Und das ist eine Aufgabe, die sich der Bundesregierung ganz schnell stellen muss. Denn gerade wir im BMU erleben natürlich Klimawandelleugner. Ich kann Ihnen sagen, dass zu 5G abenteuerlichste Thesen da draußen so kolportiert werden. Also da ist ein Riesenthema, überhaupt mal Bevölkerungsschichten reinzuholen in die digitale Welt. Denn ganz, ganz viele sind nicht online. Und wenn sie dann online sind, dort in einen vernünftigen Dialog auf Augenhöhe zu treten, nicht belehrend und ich schicke ein Newsletter raus, sondern dann in Diskursformaten überhaupt handlungsfähig zu werden. Das nur mal so als Einstieg in das Thema. Ja, also es gibt auch noch Fragen im Chat und ich sehe Handmeldungen sowohl auf dem Podium als auch anderswo. Ich würde jetzt aber gerne noch erstmal die Frage aus dem Chat verbinden mit einer Frage an den Marc Groß. Marc, du siehst das auch, wenn du den Chat aufmachst. Wir haben ja gerade über Beteiligungsmöglichkeiten gesprochen und hier im Chat macht jemand darauf aufmerksam, dass diejenigen, die sich vielleicht beteiligen wollen, gar nicht leicht an Daten rankommen. Etwa zum Beispiel auch bei dem KGSD-Portal. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage danach, ne, wie weit die Datentransparenz gehen kann. Geht wieder ein bisschen vielleicht sogar in die Richtung, die der Redinius aufgebracht hat. Ne, wo ist da die Grenze zwischen Transparenz und Überwachung oder zwischen Datenschutz und Überwachung?
Marc, kannst du dazu was sagen? Ja, ich kann dir dazu, ich meine, es ist das KXD-Portal ja angesprochen worden. Da kann man jetzt endlose Diskussionen führen. Wir sind halt keine Kommune, wir sind kein Bundesministerium, wir sind ein mitgliedsfinanzierter Verein. Da steckt natürlich auch ein Geschäftsmodell logischerweise dahinter, ein Vereinsmodell dahinter sozusagen. Deshalb gibt es da auch regulatorische Hinweise sozusagen. Ja, trotzdem ganz kurz, bevor ich nochmal auf das Thema Daten gehe. Wir haben jetzt über diese Mündigkeit gesprochen. Unternehmen, wir brauchen mündige Unternehmen, wir brauchen mündige Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen überall Mündigkeit. Wir brauchen auch eine mündige Politik und wir brauchen eine mündige Verwaltung. Und vor allem, also quasi, wir brauchen eigentlich alles, alle Mündigkeit in der örtlichen Gemeinschaft, wo wir es reinsetzen. Da kann man relativ viel machen. Man kann jetzt überlegen, wie kriegt man auch Akteure rein, die man nicht gut erreicht. Ne? Da kann man sicherlich in Milieus denken, da kann man sicherlich auch in kleinräumigen Dingen denken beispielsweise. Mein Ansatz wäre eher, aber wo der Hebel sitzt, natürlich ist er bei den Bürgerinnen und Bürgern, der Hebel sitzt aber doch auch bei Politik und Verwaltung. Da haben wir natürlich unterschiedliche Rationalitäten, das macht es jetzt nicht einfacher beispielsweise. Aber wo wir doch hinkommen müssen, ist doch in einer Systematik zu denken der Nachhaltigkeit. Also jetzt mal ohnehalb der Nachhaltigkeit in strategischen Fragen haben wir ein Modell entwickelt, also die KXD-Zielfelder des strategischen Management. Da geht es sozusagen darum zu überlegen, was will ich bewirken, was muss ich dafür anbieten, welche Prozesse und Strukturen muss ich gestalten und was muss ich dafür einsetzen beispielsweise. Wenn ich nur eine Dimension betrachte, komme ich irgendwann aus dem Gleichgewicht, weil auch da Politik und Verwaltung wollen oft ganz viel, aber auch nichts für Zahlen beispielsweise. Das darf auch nicht viel kosten. Also das muss ich austarieren. Und wenn ich jetzt noch hinkomme und sage, naja, jetzt sehen wir nochmal die Nachhaltigkeitsgesichtspunkte dadurch. Also wenn wir sozusagen diese Denkweise auch in Politik und Verwaltung hineinbekommen, in eine Systematik, wo man sagt, okay, wenn ich über die Blockchain nachdenke oder wenn ich über KI nachdenke, dann aber in allen Dimensionen, dann gucke ich drauf sozusagen, was bedeutet es wirtschaftlich, also ökonomisch, was bedeutet es ökologisch, was bedeutet es aber auch sozial sozusagen, also auch da muss man ja überlegen, also innerhalb der Verwaltung, aber auch außerhalb der Verwaltung, naja, was hilft es, wenn uns Technologie jetzt die Kassiererin ersetzt, macht es die Welt wirklich besser? Das muss man ja, also die Frage muss man ja stellen und natürlich dann auch die Dimension des Technologieeinsatzes und dafür würde ich auch plädieren, das bedeutet Mündigkeit, dann auch vielleicht sozusagen in standardisierten Modellen auch mal zu denken und sagen, komm, lasst uns nicht einseitig denken, sondern lasst uns dann wirklich auch den kompletten Kreis denken und dann überlegen, was ist der bessere Weg. Und oft werden wir da wahrscheinlich hinkommen, dass dann Technologie auch nicht das Allheilmittel ist sozusagen, sondern dass es vielleicht auch mal hilfreich ist, Technologie bewusst nicht einzusetzen oder auch darauf zu verzichten. Okay. Vielen Dank. Es gibt dazu noch Nachfragen, Marc, die kannst du vielleicht sogar per Chat oder im Nachgang noch lösen. Ich würde gern zum Schluss auch noch mal den Herrn Redenius fragen. Wir sind jetzt da auf der kommunalen Ebene relativ tief reingegangen, aber wir wissen, dass ein Horizont hängt am anderen, die wechselseitige Abhängigkeit geht von der Kommune über die Region, über den Staat, über den Kontinent. Und ich wollte noch mal fragen, Herr Redenius, Sie haben vorher das Gaia-X-Projekt angesprochen. Und man hofft ja, wenn man davon hört und liest, gelingt es hier sowas wie digitale Souveränität für den Kontinent Europa herzustellen? Kann man hier eine Plattform schaffen, die irgendwie als dritte Kraft in den weltweiten Ökosystem zwischen China und USA etablieren. Was muss passieren, damit dieses Projekt vorankommt? Wie erleben Sie das? Was kann man da tun? Was würden Sie vielleicht auch für Erwartungen haben an etwa die Politik? Ich glaube, zunächst mal vielleicht auf das Projekt und warum ich es so wichtig halte, also oder diese Art von Projekten wichtig halte. Ich glaube, dort entsteht eine Brücke, die das Vertrauensproblem löst. Also das, was bei all den Themen Datennutzung, Nutzung von Algorithmen ja immer wieder mitspielt, ist die Frage, vertraue ich meinem Gegenüber? Das ist ja auch zum Beispiel etwas, wo eine Blockchain versucht, eine Lösung zu schaffen. Diese Vertrauensbrücke zu schaffen zwischen verschiedenen Akteuren, die
die per se dem anderen erst einmal nicht vertrauen, aber trotzdem über so eine Ebene ihren Beitrag leisten, um ein bestimmtes Ergebnis zu produzieren. Ich nenne Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Der Lieferant für ein Fahrzeug, nehmen wir mal eine Bahn, wo Türen auf und zu gehen, braucht diese Daten oder will diese Daten haben, um seine eigenen Wartungsprozesse zu optimieren. Die beiden Seiten vertrauen sich aber eben nicht, weil es eben dann auch um wirtschaftliche Interessen geht, etc. pp. Und dort eine Brücke zu schaffen, Algorithmus, Daten zusammenzubringen, ohne sie aus der Hand zu geben, ist wichtig. Und dann bin ich genau an dem Punkt, was muss passieren? Ich glaube, solche Initiativen, die müssen viel mehr auf die Bühne gezogen werden. Die müssen viel mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden, dass es diese Überlegungen gibt. Und ich nehme uns da als Unternehmen gar nicht aus. Wir haben viel Kraft investiert, uns da reinzuarbeiten in dieses Thema. Und das war nicht natürlich. Das lag nicht auf der Straße vor den Füßen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen, die bewussten Ziele zu proklamieren und diese Ziele auch mit den entsprechenden Projekten, die darauf einzahlen, sehr viel stärker auf die Bühne zu zerren, sage ich mal, das wird notwendig sein. Das müssen wir alle gemeinsam tun. Okay, vielen Dank an der Stelle. Ich betrachte das jetzt mal als eine Form von Schlusswort, einfach deswegen, weil wir in 2 Minuten in die Hauptsitzung zurück müssen und dabei auch irgendwie noch ein bisschen für uns einen Augenblick überlegen müssen, wie wir diese Session hier zusammenfassen. Ich habe schon gehört, dass der eine oder andere hier aus dem Podium nach dieser Diskussion auch noch mal auf LinkedIn was posten wird. Also würde ich auch diejenigen, die das möchten, ermutigen, auf dem Wege vielleicht noch die Diskussion fortzusetzen auf LinkedIn, wenn dort gepostet wird, vielleicht auch über die Kontakte, die in den Sprecherprofilen auch drinstehen. Also das wäre noch eine Möglichkeit für die Fragen, die jetzt vielleicht noch nicht vollständig beantwortet werden konnten. Ansonsten möchte ich mich außerordentlich bedanken für die freundliche, offene Art in dieser ganzen Session, auch für die Zeitdisziplin, sowohl bei den Impulsgebern als auch bei den Sprechern. Herr Kolb, ich sehe noch ein Handzeichen von der Frau Kutscher. Ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben. Ja, okay, dann, wir haben noch 1 Minute. Frau Kutscherer, können Sie noch kurz aufbringen, Ihre Frage? Ja, gerne. Ich bin Sprecherin vom Bürgerbündnis München und wollte zu dem Thema mündige Bürger noch was sagen. Also wir haben in München 21 Bürgerinitiativen vernetzt und wir wären gerne mündige Bürger. Aber wir haben ganz große Widerstände in Verwaltung, in Politik, aber auch in der Struktur der Zuständigkeiten. Also eine Kommune hat ja auch nicht unbedingt Entscheidungsmöglichkeiten, was zum Beispiel Autobahnen, U-Bahnen, Infrastruktur anbelangt. Und wenn Sie als mündiger Bürger Vorschläge machen in der Gestaltung von kommunaler Infrastruktur, landen Sie ganz schnell immer auch an Problemen von Strukturen. Da heißt es dann von der Stadt, da sind wir nicht zuständig. Bei Feinstaub gibt es dann entsprechend den Luftreinhalteplan von der Regierung von Oberbayern, aber die Messungen werden von der Kommune gemacht und. Also es gibt genügend Beispiele, wo wir als Bürgerschaft, und ich glaube, dieses Thema mündige Bürger, es gibt ganz viele mündige Bürger, also ich behaupte, das ist einfach mal so. Aber die brauchen auch Instrumente, Werkzeuge. Sie müssen gefördert werden. Die Haltung muss da sein. Macht muss abgegeben werden. Und das sind doch die eigentlichen Probleme bei diesen ganzen Prozessen. Also ich glaube, Entscheidungsmacht muss auch neu definiert werden. Das heißt, hier braucht man Qualitätskriterien. Wie wird Nachhaltigkeit definiert in solchen Entscheidungskriterien? Und deswegen glaube ich, dass ein ganz großer Ansatz, wenn wir mündige Bürger wollen, und das geht im Quartier los, also ich glaube, Bildung und die Befähigung muss übers Quartier laufen. In den Schulen habe ich große Zweifel, dass es gelingen kann, aber in den Quartieren, wo die Bindungen eh stattfinden, da kann man durchaus auch Menschen aus anderen Ebenen, sage ich jetzt mal, einfach nicht abholen. Ich mag das. Frau Kutscher, es tut mir wirklich leid, ich will nicht unhöflich sein. Ich will mal im Chat noch das Konzept für Bürgerbildung. Ja,
Das wäre toll. Ich glaube, Ihr Ruf ist deutlich gehört worden. Es geht nicht nur darum, mündige Bürger zu bilden, sondern ihnen auch Beteiligungsmechanismen und Möglichkeiten und Macht zu geben. Auch über Normen und Standards. Ja, auch über Normen und Standards. Aber ich muss leider an der Stelle Schluss machen. Vielen Dank. Danke allen außerordentlich und bitte um Verständnis, dass wir zurück müssen in den Hauptraum. Follow-up gern über andere Kanäle. Tausend Dank für den Moment. Danke auch.